Eine ganz verrückte Geschichte können wir heute auch noch berichten. Und sie wird all die erfreuen, die an Geheimverstecke und Verborgenes glauben, also die Schatzsucher unter ihnen. Denn manchmal wird ja ein solcher tatsächlich gefunden. Und das muss ja nicht immer Gold sein. In diesem Fall lag der Fund verborgen im Sockel einer Statue. Und zwar des umstrittenen Südstaatengenerals Robert E. Lee. Und nun sind eine Menge Menschen sehr aus dem Häuschen.